Tübings OB und Grünpolitiker Boris Palmer hatte in der Vergangenheit immer wieder auf Facebook für Empörung gesorgt. Zuletzt mit einem Post über den ehemaligen Fußballer Dennis Aogo. Viele seiner Parteikollegen verurteilten Palmers Äußerungen als verletzend und rassistisch und kündigten Konsequenzen an. Auch Spitzenkandidatin Annalena Baerbock äußerte sich auf Twitter. Palmer wies die Vorwürfe zurück und erklärte in mehreren Stellungnahmen, dass es sich bei dem Beitrag um Ironie und bei dem verwendeten N-Wort um ein Zitat handelte. Auf ihrem Landesparteitag stimmten die Grünen in Baden-Württemberg daraufhin für ein Parteiordnungsverfahren gegen Palmer. Am Ende dieses Verfahrens könnte ein Ausschluss stehen. In den letzten Jahren hatte Palmer nach vielen kontroversen Äußerungen den Rückhalt bei seinen Parteikollegen verloren. Vor einem knappen Jahr brüskierte er mit einer Aussage in einem Interview zu Schutzmaßnahmen in der Corona-Krise. Der Landesvorstand der baden-württembergischen Grünen forderte den Tübinger Oberbürgermeister daraufhin zum Parteiaustritt auf. In einer Erklärung hieß es, der Landesvorstand missbilligt zutiefst dieses politische Agieren und distanziert sich deutlich von Boris Palmer. Palmer stelle sich mit seinen Äußerungen gegen politische Werte und Grundsätze der Partei und würde systematisch gegen sie agieren, begründete der Landesvorstand die Austrittsaufforderung. Weiter würden Palmers Auftritte nicht der politischen oder innerparteilichen Debatte, sondern der persönlichen Profilierung dienen. Palmer sagte dazu, er wolle selbstverständlich nicht aus seiner Partei austreten, da er weiterhin aus ökologischer Überzeugung Mitglied der Grünen bleiben wolle. Das Verfahren gegen Palmer kann nach Expertenmeinung zwischen 3 und 6 Monate dauern. Das Verhältnis zwischen den Grünen und ihrem eigenwilligen Kommunalpolitiker Boris Palmer ist zerrüttet.